Okay, a piece of strange cloth. Cloth. Dachte schon, wir haben jetzt ein Inventory Bag gedroppt. Das wäre ja mal tatsächlich was Sinnvolles gewesen. Ja, komm. Ja, moi. Was ist denn los hier? Bayerisch. Sprechen wir jetzt im bayerischen Akzent. Machst du bayerische Let's Play? Ja, Freunde, ich kann das natürlich nicht so authentisch rüberbringen. Ich komme ja aus Westfalen, da ist das mit dem bayerischen Akzent nicht so ganz. Komm, könnte aber gleich mal wieder einer droppen hier. Wieder Mizelet, kann man direkt schreddern, Mama. Direkt schreddern. Wollt ihr mich verarschen? Immer noch hier nichts da oder was? Hallo? Ey komm, die ersten beiden gingen so schnell, da kannst du jetzt nicht einfach wieder so hart abstürzen. Stürzt ja schneller ab als die Aktie der Deutschen Bank, ja. Tatsache, jetzt gammelt der hier so jahrelang rum, ja. Jetzt sind ja aber auch nirgendwo mehr Boxen, die man noch farmen könnte. Ernsthaft jetzt? Juhu! Wieder ein. Du hältst jetzt dein Schnauze. Alles wegmachen, Mama. So, ja, da können wir ja trotzdem nochmal auf dem Blatt meines Vertrauens gucken. Ah. Ob wir da nicht noch was finden, ja? Ehe wir eh noch warten müssen. Kim feiert seine Kampfpilotin in Top Gun in Nordkorea. Ja, wenn sonst nichts ist. Ich wurde von einer Frau vergewaltigt. Ja, bei dir läuft. Wenn sie hübsch war, direkt. Bei dir läuft richtig, Bruder. Hier lese ich viel über den FC Bayern wieder. Wir haben jetzt das kurze Bayern-News. Das Stadion wurde ja von den Bayern neun Jahre eher abbezahlt. Muss man sich mal überlegen. 9 Jahre eher das Stadion abbezahlt. Wo gibt's denn sowas? Nicht schlecht. Also wirtschaften kann FC Bayern gut. Also da kann mir keiner erzählen. Da brauchen mir auch die ganzen Neider alle nichts erzählen. Wirtschaftlich ist der FC Bayern echt krasse Spritze. Mhm. Krasse Spitze natürlich. Boah, jetzt mal ernsthaft hier. Oh! Das war richtig hinsetzen. Das kann auch jetzt hier aber echt nicht sehr ernst sein, ne?
Na Freunde, gehen wir erstmal zurück nach Flaris. Ist das dein Ernst? Im letzten Zug da von diesem scheiß Blinkwing hitzt du mich an, Junge. Bist du eigentlich wirklich so doof? Es tut mir leid, dass ihr das miterleben musstet. Ich wollte nicht, wurde gezwungen. So, sind wir hier wieder zurück in Flarisch. Können wir mal gucken, was wir alles für Quests annehmen können. Was haben wir jetzt hier eigentlich? Naja. Eher relativ wenig von allem. Weil wir ja jetzt natürlich auch nicht so extrem farmen. Ich denke mal, ihr hört das schon, wenn ich lange, richtig lange Aufnahmesessions habe, dann geht meine Stimme irgendwann richtig im Arsch. Ich denke mal, das ist ganz normal, aber es ist trotzdem nervig. So, aber was willst du denn haben? Christmas Token. Ach, hier kann ich die Christmas Token umtauschen aus. Ja, yeah, Freund, das ist das. Das Turtle Shell, ne, ist übel. Boah, was wir jetzt alles für Quests angenommen haben. Die kann man erstmal aufgeben. Matri Galaxie ist alles schon. Oh, Snowman Buffpad, das haben wir doch auch, ne? Ja. Das heißt, das können wir dadurch auf jeden Fall kriegen. Und da hinten war doch noch eine, mysteriös irgendwas. Mysteriös und komplex. Da. Bla bla bla, ich sammle dies und das. Okay. Was heißt jetzt, oder? Ich glaub schon. Wir können mal auf dem Marktplatz gucken, ob da unser Kram schon verkauft worden ist. Ich hatte nämlich noch ein paar Power-Ups, die wir eh nicht einlösen, reingestellt, weil wir eh noch genug haben. Ja, Pride of Victory wurden wieder gekauft. Ihr seht, wieder 60 Millionen am Start. Und da zeige ich euch jetzt mal, wie man wieder ein bisschen Geld macht. So, dann ballern wir die hier auch rein. Für den Standardpreis, für die ich die mal verkaufe, ups. Für 14,99. Und die, ihr werdet sehen, die werden in ein paar Tagen schon wieder weg sein. Höchstens einen Tag oder zwei. Und so haben wir wieder 60 Millionen gemacht. Ich wollte für meinen Jester auch noch ein Queen Antennas Jojo kaufen. Aber hier ist momentan nur eins drin und das ist völlig überteuert. Hier für 200 Millionen. Okay, das ist aber auch das Master, naja. Und normales finde ich leider gerade nicht. Ist ein bisschen schade. Und wir haben ja auch noch den Dingsnackel, ne? Fällt mir gerade auf. Beziehungsweise fällt mir gerade ein. Den, wo ist er denn? Da! Den, Knuckle of Fairness. Dafür müssen wir noch, wie viel Level müssen wir noch steigen? Boah, 4 Level sogar noch. 4 ganze Level. Beziehungsweise noch 3,5, wenn man es genau nimmt. Aber wir haben auch noch die Ultras, da kann man auch noch ordentlich leveln eigentlich. Sollte auf jeden Fall machbar sein. Naja, Freunde, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir beenden nämlich jetzt hier mal die etwas längere Aufnahme wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, Abend, wann immer ihr das Spiel guckt. Ich hoffe, das Video bzw. die Aufnahme hat euch wieder gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und ja, schreibt zu den ganzen Themen ruhig die Kommentare, also eure Meinung in den Kommentaren. Wir sehen uns dann einfach im nächsten Fluff, in der nächsten Fluff-Aufnahme wieder. Wenn es wieder heißt, Haixun, Spiel Fluff! Peace!